aufgepasst und zugefasst. Den Ford Focus mit 0% finanzieren. Jetzt in Ihrem Automobilforum Kuttendreier. Fünfmal in und um München. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen zu Menschen in München. Normalerweise steht diese Sendung ja für eine Porträtsendung, die Münchner oder Menschen, die nach München kommen, porträtieren soll. Heute haben wir es mal ganz andersrum gemacht. Heute reden wir von Münchnern im Ausland. Münchner, die München verlassen und andere Plätze dieser Welt sich anschauen. Wir fangen diese Serie quasi an mit unserem Oberbürgermeister Christian Ude. Herzlich willkommen. Und mit seiner Frau Edith von Welser-Ude. Sie gemeinsam waren jetzt in Äthiopien, haben Herrn Böhm besucht, der dort die Organisation Mensch für Mensch führt. Herr Ude, was hat Sie eigentlich dahin geführt? Warum wollten Sie nach Äthiopien und sich anschauen, was Herr Böhm dort macht? Ja, der aktuelle Anlass in diesem Jahr war, dass die Münchner Bevölkerung letztes Jahr über 400.000 Euro gesammelt hat, um die Städtewette mit Karl-Heinz Böhm zu gewinnen. Er hat ja mit 19 Städten gewettet, ihr schafft es nicht, für jeden dritten Einwohner wenigstens einen Euro zu sammeln für die Äthiopienhilfe Menschen für Menschen. Und es war auch ein sehr knappes Rennen, aber im Endspurt haben wir es dann doch noch geschafft. Davon konnten zwei Schulen gebaut werden und die haben wir jetzt in der Faschingswoche eröffnet. Und wir haben natürlich von München TV uns überlegt, wie können wir das einfangen? Unser Korrespondentennetz in der Welt ist noch nicht so groß und wir beide haben uns unterhalten und sind zu dem Punkt gekommen, wir haben eine Kamera. Herr Oberbürgermeister, hätten Sie nicht mal Lust, die mitzunehmen? Und Sie haben sich die eingepackt und haben wirklich erstaunlich tolle Bilder mitgebracht. Bilder, die beeindrucken. Und vor allen Dingen, was ja auch bei einer solchen Reise dann wichtig ist, dass man eine gewisse Struktur reinbringt. Und Sie haben eine tolle Struktur reingebracht und wir haben jetzt also 7 verschiedene Elemente, Teile der Geschichte, die wir uns anschauen wollen. Und es beginnt eigentlich damit mit Ihren Impressionen zu dem Thema Elend in Äthiopien. Wie ergeht es einem Oberbürgermeister aus München, aus dieser prosperierenden Stadt, der es ja wirklich sehr, sehr gut geht, wenn er in das ärmste Land der Welt fährt und sich dort umschaut? Es ist wirklich ein Kulturschock, weil man erlebt in Äthiopien, dass die Weltbank ja zu den ärmsten 3 Ländern der Welt zählt. Eine Armut, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Also ein Hartz-IV-Empfänger wäre dort ein Mann von unermesslichem, legendärem Reichtum. Denn er hat ein festes Haus, er hat ein weiches Bett, er hat einen Fernsehapparat, überhaupt elektrischen Strom, also alles unvorstellbar. Die Bevölkerung dort lebt wirklich von der Hand in den Mund, von spärlichen Agrarprodukten. Die Menschen sind auch alle, ja, man kann sich begeistern und sagen, sehr schlank. Man kann aber auch genauer hinschauen und sagen, gerade in den Bergdörfern und in den Elendsquartieren von Addis Ababa tatsächlich unterernährt und sie besitzen nichts außer den Fetzen, die sie am Leib haben. Ich würde an dieser Stelle gerne mal die ersten Bilder mit Ihnen gemeinsam anschauen, die Sie gedreht haben. Und vielleicht erzählen Sie einfach mal Ihre Eindrücke, die Sie gehabt haben, als Sie diese Bilder aufgenommen haben. Ja, hier sind wir in den Straßen von Addis Ababa. Es gibt schon ersten Verkehr, obwohl die meisten Fahrzeuge sind Busse oder Taxis. Die Hütten sind noch aus Wellblech mühsam zusammengesetzt. Also es ist nicht so wie auf dem Land, dass es reine Lehmhütten wären. Aber man sieht an allen Ecken und Enden ein Elend, das wir uns kaum vorstellen können. Kaum feste Wände, überhaupt keine Fenster. Und wenn einer wie hier eine kleine Maueröffnung hat, in die er ein paar Konservendosen stellen kann, dann nennt sich das schon Ladengeschäft. Hier haben Hilfsorganisationen Spielgerät verteilt. Das wird von den Jugendlichen gerne angenommen. Und jetzt kommen wir auf die Hochebene Zentraläthiopiens. Ganz flach
bis zum Horizont, aber es handelt sich in Wahrheit um einen Tafelberg. Wir sind hier weit über 2000 Meter Höhe. Da hat meine Frau gerade den Kindern auf der Digitalkamera zeigen müssen, wie die Bilder aussehen. Das ist für die Kinder natürlich unvorstellbar. Hier kommen wir jetzt in Räume auf dem Land hinein. Und das ist schon ein Zeichen von Luxus. Diese Bäuerin hat es sich leisten können, eine alte Wochenendzeitung zu bekommen und hat mit der Zeitung die Schlafzimmer ausstaffiert. Eben hat Karl-Heinz Böhm gezeigt, dass die Menschen auf blankem Ton schlafen. Und das ist der Innenraum eines Tukuls, also eines Lehmrundbaus. So hausen die Menschen das ganze Jahr. Es ist so dunkel, weil es keine Fenster gibt, denn da würde zu viel Kälte hereinkommen in den Wintermonaten. Das ist wieder die Hochebene. Man meint, man sei auf dem flachen Land, aber in Wahrheit ist man über 2000 Meter über dem Meeresspiegel in einer Hochgebirgssituation. Die Kinder sind unglaublich interessiert, aufgeschlossen, neugierig, aber natürlich auch ganz elendarm. Herr Oberbürgermeister, ich möchte an dieser Stelle unseren Zuschauern nochmal sagen, die Bilder, die Sie da gesehen haben, die hat er alle selber gedreht, also im Grunde genommen ja ohne sehr viel Kameraerfahrung, also nochmal großes Kompliment, mit einer großen Ruhe haben Sie hier Bilder aus Äthiopien mitgebracht. Sagen Sie, wie ist das eigentlich von der Kanalisation her? Gibt es in Addis Abeba eine Kanalisation, die man als solche beschreiben kann? In Addis Abeba gibt es eigentlich zwei Zivilisationszustände übereinander und nebeneinander. Es gibt ein gepflegtes Hilton Hotel, es gibt mehrere Geschäftsbauten, auch Bürohäuser der Vereinten Nationen, die mitteleuropäische Strom- und Wasseranschlüsse haben. Und dazwischen gibt es, man würde sagen, Slums, die noch nicht einmal eine saubere Kanalisation haben und den Strom, was weiß ich, wo hier anzapfen. Die Organisation Menschen für Menschen, wie muss man sich das vorstellen in Äthiopien? Gibt es da ein Headquarter, von wo aus agiert wird, oder ist es völlig dezentral über Äthiopien verteilt? Also in der Summe hat Menschen für Menschen, die Äthiopienhilfe von Karl-Heinz Böhm, fast 700 hauptamtliche Mitarbeiter, und die wirken vor allem in drei Einsatzgebieten. Er hat östlich von Addis Ababa angefangen im Eratal, dann gibt es im Westen von Addis Ababa, richtig im Urwald, das Gebiet Illubabor, und diesmal besuchen wir Merhabete und andere Gebiete im Norden auf dem Hochgebirgsplateau. Dort gibt es jeweils eine Einsatzzentrale, wo die Lehrer wohnen, wo ein ganz, ganz spärliches Büro sitzt, wo die Einsatzfahrzeuge zusammengefasst sind, auch eine Kfz-Reparatur. Und daneben gibt es ein winziges Headquarter in Addis Ababa, denn natürlich müssen 700 Leute zentral organisiert und geschult und eingesetzt werden. Sie sind ja auf eigene Kosten nach Äthiopien gefahren, sind dann von Herrn Böhm abgeholt worden. Wie muss man sich jetzt vorstellen, sind Sie durch das Land gereist? Ja, einfach auf dem Beifahrersitz. Karl-Heinz Böhm, der in diesem Monat 79 Jahre alt wird, hat das Fahrzeug selber gesteuert, zum Teil abenteuerliche, steile Wege hinunter und hinauf. Das war eine fahrerische Strapaze. Und ein zweites Fahrzeug hat Mitarbeiter mitgebracht, die zum Teil auch vor Ort Entscheidungen treffen mussten. Also er kann nicht wie ein Tourist durchs Land reisen, sondern wenn sich herumspricht, dass er eine Straße entlang fährt, dann kann es sein, dass plötzlich 400 Kinder die Straße blockieren und ihn bitten, doch endlich auch für ihr Dorf eine Schule zu bauen. Sie haben das sehr schön auch in Bildern eingefangen. Als nächstes Thema war Ihnen das Thema Landwirtschaft wichtig. Inwieweit, wenn man es überhaupt vergleichen kann, ist die Landwirtschaft, die dort in Äthiopien betrieben wird, mit der hiesigen vergleichbar? Überhaupt nicht. Und zwar schon von den Bedingungen her.
es gibt ein Problem, das ich mir so dramatisch vorher auch nicht vorgestellt habe. Das ist die Bodenerosion. Da bricht der Boden gleich mehrere Meter ab. Ich glaube, das können wir gleich auf Bildern sehen. Da haben Sie sehr schön jetzt hier die Erosion dargestellt, wie die also bestimmt, das sieht nach 10 Metern aus, nach unten gebrochen ist. Hier sieht man Ihren Schatten. Ja. Ja, und da sieht man einen sogenannten Gabion. Das ist ein Stahlnetz, in dem man Felsbrocken sammeln kann, damit man damit insgesamt eine richtige Barriere zusammenbekommt, mit der man einen Berghang befestigen kann. Und hier arbeiten gerade Hunderte aus einer größeren Nachbarschaft daran, einen Berghang zu terrassieren. Menschen für Menschen hat unzählige Berghänge terrassiert. Da werden also Terrassenmauern gebildet, damit das Erdreich nicht runtergeschwemmt wird, sondern in Stufen bleibt. Hier sehen wir ein Wassersystem, ein israelisches Patent. Da ist es möglich, mit geringstem Wassereinsatz, eine kleine Tonne reicht, einen großen Acker zu bewässern. Da fällt wirklich überall ein Tropfen herab, genauso viel wie das Gemüse braucht. Und hier sehen wir eine Baumschule. Da werden in ein Plastikband erst das Erdreich gegeben und dann die Setzlinge. Und jetzt werden die Setzlinge ausgebracht. Und da kommen die Millionen Pflanzen her, die Menschen für Menschen bisher aufgezogen hat. Allein 78 Millionen Bäume. Wenn man sich das anschaut, wie mühsam mit Händearbeit dort die Landwirtschaft betrieben wird, da könnte man sich auch überlegen, warum schickt man nicht einfach mal ein bisschen schweres Gerät rein und baut das in einem Rutsch mal auf. Warum ist es dem Herrn Böhm so wichtig, dass das sozusagen von den Leuten dort selber in die Hand genommen wird? Ja, das ist wirklich der ganz wesentliche Unterschied von seiner Arbeit zu etwa staatlicher Entwicklungshilfe, die da manchmal einen Staudamm oder ein Elektrizitätswerk hinsetzt, mit dem die Einwohner gar nichts anfangen können. Bei ihm geht es immer um Hilfe zur Selbsthilfe und immer müssen die Begünstigten aktiv mitmachen. Also es gibt keine geschenkten Terrassen, sondern die müssen mit Händearbeit Stück für Stück gebildet werden. Es gibt auch keine geschenkten grünen Hänge, sondern da muss Bäumchen für Bäumchen von den Äthiopiern selber gepflanzt werden. Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ein permanentes Credo. Ihr müsst selber etwas tun, um eine bessere Zukunft für euch und vor allem die Kinder und deren Kinder zu bekommen. Das kriegt man nicht geschenkt, das fällt nicht in den Schoß, aber ihr braucht Hilfe, um das Richtige und Vernünftige zu tun. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, der für mich eigentlich mit das Beeindruckendste war, was Sie von Ihrer Reise mitgebracht haben, was anknüpft an diese Hilfe zur Selbsthilfe. Sie haben sehr gut dargestellt, wie in Äthiopien eine riesige Treppe gebaut wird. Lassen Sie uns die Bilder anschauen und dann würde ich Sie bitten zu erklären, warum wird mitten in einer völlig kahlen Landschaft eine riesige, riesige Treppe gebaut? Hier sehen wir also, wie die noch oben die Steine sammeln und sie dann nach unten tragen. Erklären Sie, was machen diese Menschen dort? Die liefern das Material für den Weiterbau der Treppe, deren oberen Teil wir hier schon sehen, rechts Karl-Heinz Böhm. Diese Treppe führt einen fast senkrechten Hang hinunter. Ich habe ein bisschen mitgeholfen. Einen senkrechten Hang von einigen hundert Metern Höhe, der zwei eng benachbarte Dörfer trennt. Da kann man keine Ziegen vom einen Dorf ins andere liefern und keine Schafe. Und viele Kletterer sind schon zu Tode gekommen. Erst mit der Treppe bekommen beide Dörfer, das eine unten im Tal, das andere oben im Berghang, eine Verbindung zur Außenwelt. Die Menschen dort wissen von der Welt buchstäblich nichts. Sie kennen nur das eigene Dorf. Und diese Treppe, die die Ehefrau, die äthiopische Frau von Karl-Heinz Böhm, Almas Böhm, vorgeschlagen hat und die deshalb auch Almas Treppe heißen wird,
stellt das große Tor zur Welt dar, zu einem anderen Dorf. Wie groß ist denn der Höhenunterschied von den beiden Dörfern? Der Unterschied insgesamt ist über 200 Meter, aber die Treppe, die den senkrechten Berghang überwindet, wird allein 73 Höhenmeter haben. Mhm. Vorher haben wir ja über Erosion gesprochen. Ist diese Treppe auch von Erosion eventuell bedroht, dass man dann irgendwann in der Mitte wieder neu Nein, aufbauen muss? Nein, das droht dort überhaupt nicht, denn das ist ja eine Felswand, die durch die geologische Schichtung entstanden ist. Die ganze Gebirgsformation ist eigentlich umgekehrt wie in Bayern. Man muss sich den Gipfel vorstellen als riesige Hochebene bis zum Horizont. Und dann kommt irgendwann das Ende und ein senkrechter Abhang und ein dramatisches Tal, das sich dort gebildet hat. Also diese senkrechte Wand, die ist sehr stabil aus Fels, aber sie ist für Menschen kaum überwindbar. Gibt es da einen westlichen Architekten, der diesen Bau betreut? Oder wer trägt dafür dann die Verantwortung, dass diese Treppe dann auch stabil hält? Es gibt Entwicklungshelfer mit Ingenieurausbildung, ganz wenige, ich glaube 6 Europäer, die beratend tätig sind. Und mittlerweile, Menschen für Menschen ist ja schon 25 Jahre vor Ort, gibt es dort ausgebildete Techniker. Das gilt für die gesamte Agrikultur, gilt aber auch für Brückenbau und Treppenbau. Wir haben es bei diesem Bau schon gesehen, dass ungeheuer viele Frauen harte körperliche Arbeit verrichten in Äthiopien. Wie haben Sie das erlebt? Also das ist bei der Treppe fast ein beschönigender Ausschnitt, denn da sind Männer und Frauen zugange. Meistens sind es nur die Frauen, die schwerste körperliche Arbeit verrichten. Und da fallen vor allem zwei Gruppen auf. Einmal die Frauen, die das gebündelte Holz, furchtbar schwere Stapel, von Dorf zu Dorf tragen oder zu Sammelplätzen. Die müssen ganz schwer gebückt gehen, um auf dem Rücken diese Massen von Holz zu transportieren. Das ist ein prägendes Bild an jeder Landstraße und jedem Feldweg. Wo sind da die Männer? Die Männer haben sich da, muss ich wirklich sagen, erfolgreich drum gedrückt. Die spielen bei Terrassenbau eine wichtige Rolle, auch beim Hüten der Schafe und Ziegen und der wenigen Kühe, die es gibt. Aber um diese Schlepperei haben sie sich gedrückt, eine der schädlichen Traditionen. Und noch beschütternder finde ich, dass die Wassertransporte, also das Holen schwerster Wasserkanister, schon winzig kleinen Mädchen aufgebürdet wird. Das werden wir auch sehen. Genau, also das ist Ihnen aufgefallen. Sie haben mit der Kamera ein Augenmerk darauf gerichtet und lassen wir uns mal von den Bildern beeindrucken. Hier geht es los. Mit diesem Wasserkanister. Eine Wasserstelle, auf die Karl-Heinz Böhm sehr stolz ist. Sie wurde vor 16 Jahren geschaffen, aber man sieht nur kleine Mädchen, die diese riesigen Kanister, die gefüllt unerhört schwer sind, auf ihrer Schulter dann ins Nachbardorf tragen. Aber bevor es diese Wasserstelle gab, war der Weg für die Mädchen noch ein paar Kilometer länger. Für jedes Wasser müssen Kilometer zurückgelegt werden. Was ja auch erschütternd ist, dass diese Mädchen so früh verheiratet werden. Das gehört auch zu den schädlichen Traditionen. Das sind hier Eheschließungen mit 9, 10, 11 Jahren, also unvorstellbar. Da hilft Gott sei Dank die orthodoxe Kirche mit, diese Tradition zu bekämpfen. Hier erleben wir eine Schule, die eine Frau, wir sehen sie im Bild, Frau Gobina, gegründet hat, ein Waisenhaus und eine Schule. Diese Äthiopierin hat versucht, die Straßenkinder zu schützen und betreut insgesamt 12.000 Kinder, auch in dezentralen Einrichtungen. Und hier was ganz Ergreifendes, Karl-Heinz Böhm macht eine große Veranstaltung auf dem flachen Land, in der Hochebene und klärt auf,
gegen die fürchterliche Tradition der Genitalverstümmelung. Das ist ein Schwerpunkt seiner Arbeit. Was wir eben gesehen haben, war eine Augenoperation am offenen Fenster. Das ist für uns auch schwer vorstellbar. Und hier ganz unverhüllte Aufklärung gegen AIDS. Das ist in Afrika ein riesiges Problem. Hier sehen wir den Höhepunkt der Gesundheitsvorsorge, ein wirklich schönes, modernes Krankenhaus. Aber leider werden die Patienten oft zu spät eingeliefert. Sie haben noch nicht das richtige Vertrauen zur Medizin. Das ist für Frühgeborene also wirklich ein hoher medizinischer Standard. Hier der Gebärsaal, durchaus vorzeigbare Krankenzimmer. Hier kümmert sich mal ein Papa um sein Kind. Also da ist wirklich fast schon europäischer Standard erreicht. Was würden Sie denn sagen nach dieser einen Woche, was müsste denn in Äthiopien passieren, um die Stellung der Frau wenigstens ein bisschen zu verändern? Es muss genau das passieren, was Karl-Heinz Böhm propagiert. Kampf gegen die entsetzliche Genitalverstümmelung. Daran sterben viele, andere haben lebenslängliche Schmerzen und Leiden. Dann muss einfach beigebracht werden, was er in jeder Rede sagt. Ihr müsst die Frauen ausbilden. Ohne Frauen schafft ihr keinen Wohlstand. Es muss Schluss gemacht werden mit dieser Kinderverheiratung, damit die Frauen auch die Schulausbildung bis zu Ende machen können. Also in den Einflussgebieten von Menschen für Menschen ist das sichtbar der Fall, dass dieser Fortschritt erreicht wird. Wir haben ja gerade in der Versammlung gesehen, dass sogar eine Frau das Wort ergriffen hat. Das wäre noch vor wenigen Jahren für die dorfältesten Männer eine unzumutbare Provokation gewesen. Denn Karl-Heinz Böhm mischt sich ja eigentlich auch in kulturelle Traditionen ein und versucht diese, also Sie haben es angesprochen, die Beschneidung von Frauen und so zu verändern. Inwieweit wird er denn in seiner Message überhaupt akzeptiert? Kann er, wird auf ihn gehört? Ja, und das ist eben nur möglich mit diesem Hintergrund, den er hat. Er hat den Menschen Wasserstellen gebracht, Schulen, Gebäude, verbesserte Lebensbedingungen. Er hat die Erosion gestoppt mit seinen Helfern und Helferinnen und er hat Ackerbau eingeführt. Das Leben wird besser. Und so einer wird dann auch gehört, wenn er schockierende Sätze sagt. Er sagt zum Beispiel den Männern, die Beschneidung der Frauen wird nur durchgeführt, weil die Männer eifersüchtig sind und Angst haben, dass die Frauen sich mit anderen einlassen. Seid ihr nicht wahnsinnig geworden, das Schönste, was ihr habt, nämlich Sex mit euren Frauen, kaputt zu machen, indem ihr die Frauen verletzt und beschädigt oder zu Tode bringt, hört auf mit diesen schädlichen Traditionen. So drastisch sagt er das und sein alter Ego, Berhanu Negussi, der Äthiopien-Leiter von Menschen für Menschen, übersetzt das in den jeweiligen Dialekt. Es werden ja auch noch verschiedene Dialekte gesprochen. Und dann sitzt die Dorfbevölkerung ganz ergriffen da. Aber selbst die Männer applaudieren, weil es irgendwie auch für sie überzeugend ist. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema, was Ihnen auch auf Ihrer Reise natürlich ganz wichtig war und mit wohl auch der Hauptgrund, weswegen Sie nach Äthiopien gereist sind. Das Thema Schule. Karl-Heinz Böhm baut eine Schule nach der anderen und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, macht das Sinn, in einem solchen Land, provozierend gefragt, wo ja sowieso alles fehlt, eine so breite Bildungsoffensive zu starten, wie das Karl-Heinz Böhm macht? Also es macht zweifellos Sinn, denn die Schulgebäude sind einfach erforderlich, damit überhaupt gelernt werden kann. Ich habe auch alte Schulen besichtigt. Das sind dunkle Lehmhöhlen ohne Licht, ohne gescheites Mobiliar. Da könnte kein Kind lernen in Klassen von 84 oder 88 Schülern. Also furchtbar. Man kann es nicht anders beschreiben. In den neuen Schulen ist der Staat dann verpflichtet, einen ordentlichen Schulunterricht zu gewähren. Menschen für Menschen ist ja nur fürs Gebäude zuständig. Das sind helle Schulräume, das sind taugliche Möbel,
Das ist Licht und Blick ins Freie. Sie werden es sehen, was es für ein Vergnügen ist, dort Unterricht zu halten. Ja, Sie haben das sehr schön eingefangen. Sie haben mit älteren Schulen eben angefangen, wo man eben wirklich sieht, was eine Schule damals war. Und dann hier, da gehe ich mal davon aus, das ist eine neue Schule. Das ist die neue, die die Münchner Bürgerinnen und Bürger gestiftet haben. Da haben wir das Schild, das angebracht werden soll. Da verteilt meine Frau Postkarten, damit die Kinder auch wissen, woher die Spenden kommen. Die waren sehr beliebt da, ne? Die waren so beliebt, dass sie mir aus der Hand gerissen wurden. Und hier sehen wir Karl-Heinz Böhm, wie er überall am Straßenrand begrüßt wird. Wirklich wie ein Volksheld und ein Wohltäter. Das ist die feierliche Zeremonie mit vielen, vielen wilden Reitern zur Eröffnung der Münchner Schule. Und die Plakate und Fähnchen, die ich mitgebracht habe, wurden auch sofort dem Schaf angezogen, das Karl-Heinz Böhm geschenkt bekommen hat. Man erkennt hier eine riesige Dankbarkeit irgendwie bei den dortigen. Ja, also es ist das größte Ereignis eines Dorfes überhaupt seit seinem Bestehen, wenn man eine richtige Schule mit geradem Boden, mit hellen Fenstern, mit richtigen Schulmöbeln erhält. Das ist der Sprung in eine bessere Zukunft. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Wie ist das überhaupt mit Ausbildung in Äthiopien? Kann das dann weiterführend irgendwo hinführen, wenn die Leute aus der Schule rauskommen? Wo sollen sie denn danach dann weitermachen? Ja, da gibt es einiges, was sich anbietet. Die meisten sind aus Farmerfamilien und bleiben in der Landwirtschaft tätig, machen das aber einfach mit mehr Sinn und Verstand, mit Bewässerungsanlagen. Das ist die Hauptchance. Aber natürlich kann man auch in den Ausbildungszentren von Menschen für Menschen andere Berufe lernen. Hier zum Beispiel Weberei oder mit Keramik arbeiten. Wir haben aber auch eine Ausbildungsstätte gesehen, wo tatsächlich sehr anspruchsvoll Kfz-Mechanik beigebracht wird. Das muss aber dann mit dem wirtschaftlichen Wandel des Landes einhergehen. Nochmal zu den Bildern, die wir gesehen haben von Ihnen und Ihrer Frau. Ihre Frau hat zum Beispiel so Haarclips mitgebracht für die Kinder. Wie haben Sie sozusagen sich überlegt, was Sie mitbringen? Haben Sie da auf Erfahrungen aufgebaut oder wie kamen diese Geschenke zusammen? Ja, wir haben natürlich Erfahrungen unserer ersten Äthiopienreise ausgenutzt. Die Kinder freuen sich einfach unheimlich, wenn sie etwas bekommen und wenn es noch so klein ist, dass sie behalten können. Und deswegen habe ich Berge von Postkarten mitgebracht, die dann allerdings zerrissen wurden, weil jeder wenigstens ein kleines Fitzelchen haben wollte. Wir haben Fähnchen mitgebracht, die auf München hinweisen, die waren begehrt wie wertvollste Sachen. Und meine Frau hat gerne den Mädchen was gegeben, weil da ein winziges Souvenir, wo man Hunderte im Koffer haben kann, dem jeweiligen Kind schon was bedeutet. Jetzt sieht es alles natürlich sehr einfach dort aus. Wie haben Sie denn übernachtet dort in Äthiopien? Ja, nicht in Lehmhütten, sondern in den Häusern für Mitarbeiter von Menschen für Menschen. Das ist so schlicht, wie man es sich vorstellen kann. Aber es gibt tagsüber Strom vom Generator. Es gibt eine Köchin, die für mehrere Menschen kocht. Und es gibt sogar eine Dusche. Also das ist voll komfortabel. Aber auf einer solchen Reise darf man sich ja nicht verletzen oder sowas, nicht? Also haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, was passiert wäre, wenn Sie sich irgendwas gebrochen hätten oder sowas? Ja, also das wäre gar nicht mal so schlimm. Karl-Heinz Böhm ist tatsächlich von einem Affen gebissen worden. Und natürlich ist im Landcruiser eine Reiseapotheke dabei. Und wir haben ja an jedem Tag auch Gesundheitsstationen und Krankenhäuser besucht. Also für uns wäre es kein Problem gewesen. Furchtbar ist es für die Bevölkerung. Man muss sich vorstellen, man wird dann 6 Stunden lang auf einem Esel transportiert, wenn man mit großen Schmerzen unbedingt zu einer Gesundheitsstation muss.
Das stelle ich mir schmerzhaft vor. Thema Gesundheit. AIDS ist in Afrika ja ein riesiges Thema. Inwieweit ist Karl-Heinz Böhm in das Thema involviert und wie wird es dort behandelt? Er ist voll involviert und die AIDS-Aufklärung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben ja ein paar Bilder gesehen, wie erklärt wird, wie man ein Kondom benutzt. Das muss man dort einfach vollkommen neu beibringen. Auch die Krankheits- und Übertragungswege muss man erklären, damit die wissen, was sie unterlassen sollen und womit sie doch ihre Freude am Sex haben können. Wenn man da nicht mit dem moralischen Zeigefinger daherkommt, sondern wirklich hilft, das Problem zu vermeiden, dann hören die Menschen begierig zu. Ich habe so eine AIDS-Aufklärung in einer Halle gehört. Das war unglaublich, mit welcher Andacht alle Generationen dazu gehört haben. Lassen Sie uns noch einmal das Thema Technik behandeln, was auf Ihrer Reise ja auch eine Rolle gespielt hat. Hier sehen wir eine Frau am Webstuhl. Wie wird Technik in Äthiopien angegangen, behandelt als Thema? Ja, da muss man natürlich unterscheiden zwischen dem ländlichen Raum und den Dörfern. Da geht es darum, dass die Frauen Gelegenheiten bekommen, mit einer alten Singermaschine schon ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ein 300-Euro-Darlehen reicht aus für eine Existenzgründung, wenn man eine Keramikwerkstatt hat wie hier oder eine Singernähmaschine. Schwieriger ist es natürlich, wenn man an heutige Berufe wie Kfz-Mechaniker heranführen will. Da braucht es dann schon richtige Lehrwerkstätten, wie wir sie hier sehen. Aber das ist auch auf durchaus hohem Niveau. Ich würde sagen, wie bei uns vor 10 Jahren. Also Elektronik ist noch nicht dabei, aber alles, was mit Automechanik zu tun hat, wird hier gelehrt. Mhm. So, und jetzt müssen wir noch einmal betonen, dass Sie, Christian Ude, sozusagen unser erster Auslandskorrespondent für München TV gewesen sind. Und zu einem jedem guten Beitrag bzw. Dokumentation gehört dann auch ein Interview mit dem wichtigsten Protagonisten. Und das haben Sie geführt mit Karl-Heinz Böhm. Und das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen. Da war dann die Kamerafrau meine Frau. Da war die Kamerafrau Ihre Frau. Es ist sicherlich erschütternd, welch niedrigen Entwicklungsstandard man in vielen afrikanischen Dörfern und Landstrichen sieht. Aber was sagst du zu dem Einwand, dass jeder Kontinent für seinen Entwicklungszustand selbst verantwortlich ist? Warum geht es uns etwas an, wie es in Afrika zugeht? Es ist die Frage für mich relativ deprimierend. Deprimierend deshalb, weil es eine Beweisführung dafür ist, dass man weder in den Schulen noch in den Hochschulen, in den Gymnasien noch in den Universitäten ganz gleich wo über das lehrt in Geschichte und Geografie, dass dieser Kontinent Afrika für 487 Jahre, sprich fast ein halbes Jahrtausend, auf die brutalste Art und Weise von Kolonialmächten, die heute zu den reichen Mächten der Welt gehören, unterdrückt, ausgebeutet und an jeglicher Form einer eigenen Entwicklung gehindert wurde. Nun siehst du die größte Chance für Entwicklungshilfe im Bau von Schulen. Noch mehr Schulen und immer mehr Schulen. Bald werden es 150 sein, die Menschen für Menschen allein hier schon realisiert hat. Warum immer wieder Schulen? Ich darf dazu sagen, dass die äthiopische Regierung veröffentlicht hat vor einigen Jahren, dass nicht einmal die Hälfte der Kinder Äthiopiens, sprich 46,7%, die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen. Aus dem einfachen Grund, weil die anderen 53,73% keine Schule haben. Es bestehen keine Schulen. Jetzt frage ich, wie soll sich eine zukünftige Generation entwickeln, wenn sie keine Ausbildungsmöglichkeiten haben? Ich spreche nicht nur von der Basis von Schreiben, Rechnen, Lesen, nicht einmal davon, aber überhaupt eine Ausbildung, die man ja haben muss, um sich weiterentwickeln zu können.
Und deswegen habe ich erkannt, dass wenn wir da jetzt nicht Schulen bauen und den kommenden Generationen die Möglichkeit geben, sich auszubilden, dann kann man über eine Entwicklung nicht mehr reden. Nicht nur Schulen werden von Menschen für Menschen gebaut, sondern auch Kindergärten. Ist das hier erforderlich, wo die Kinder auf dem Land ohnehin in der Betreuung ihrer Familien und vieler Erwachsenen stehen? Ja, in der Betreuung, das sagt man so einfach, aber wenn man denkt, was die Männer für eine riesige Landwirtschaftsaufgabe haben und wenn man denkt, was die Frauen zu tun haben den ganzen Tag, dann bleibt also genauso wenig Zeit für Kinder übrig, wie das in Europa bei den europäischen Frauen ist. Nur einen Steinwurf von hier entfernt entsteht gerade ein neuer Kindergarten. Ich habe ihn im Bild festgehalten, gestiftet von der Gemeinde Vaterstetten. Kommt das öfter vor, dass Firmen oder Kommunen etwas ermöglichen, was ohne ihre Hilfe nicht finanzierbar wäre? Leider nein, also nicht allzu oft, muss man sagen. Was die Gemeinde Vaterstetten betrifft, deren, ich habe ja in der Gemeinde Vaterstetten eine Weile in München gewohnt, als ich dort gewesen bin, und habe dort die ganzen obersten Häuptlinge sozusagen kennengelernt. Die Dorfältesten. Naja, und die sind dann mal mit mir einige hierher gekommen, haben sich das angeguckt und dann hatten sie die Idee, so eine Art auf einer Partnerschaftsbasis Kindergarten zu bauen. Sie haben einen gebaut, der sehr erfolgreich war, und machen jetzt einen zweiten, der noch im Bau steht. Aber ich finde das eine sehr gute Idee. Ja, aber für andere Gemeinden, zum Beispiel im Umkreis von München, ist es sicherlich eine Anregung, ein einzelnes Entwicklungsprojekt selber auf die Beine zu stellen. München hat sich im vergangenen Jahr an der Städtewette beteiligt, die du 25 Jahre nach der legendären Wetten-das-Wette noch einmal angeboten hast. Und mit Hängen und Würgen und übrigens mit Hilfe aus dem Umland haben wir es noch einmal geschafft, die erforderliche Summe, es waren deutlich über 400.000 Euro, zustande zu bekommen. Davon sind zwei Schulen gebaut worden, eine sehr große und eine etwas kleinere, die noch in Bau ist. War das für Menschen ein Fortschritt, diese Städtewette, die ja in der Summe bei allen Städten immerhin Millionen eingebracht hat? Ich muss gestehen, dass jede Möglichkeit, die ich habe, unsere Bürger Europas zu erreichen, in den Ländern wie zum Beispiel Deutschland, Österreich und Schweiz, wo es Menschen für Menschen als Organisation und als Stiftung gibt. Jede Möglichkeit wird von mir gerne benutzt, um die Menschen zu überzeugen, dass wir etwas tun müssen und dass wir in der Verantwortlichkeit den kommenden Generationen, den jungen Generationen, es nicht hinnehmen können, dass dieser Kontinent weiter so im Elend versinkt. Herr Oberbürgermeister, nun sind Sie ja, treten Sie ja noch mal an als Oberbürgermeister, aber falls Sie das nicht getan hätten, würde ich mir jetzt keine Sorge um Ihre Zukunft machen. Die Bilder sind wirklich professionell gedreht, es ist emotional packend, also wunderbar. Sie haben allerdings natürlich auch in Ihrer Reise alles das angesprochen, was wichtig ist. Und über diese schönen Bilder darf man eben auch nicht vergessen. Ich will es einfach nochmal sagen, also die Lebenserwartung beträgt 46 Jahre da im Schnitt. Das kann man sich ja bei uns überhaupt nicht vorstellen. Pro Arzt gibt es einen Arzt für 33.000 Menschen. Ja. Was wäre jetzt Ihr Resümee nach dieser einwöchigen Reise aus Äthiopien? Was haben Sie mitgebracht? Was möchten Sie den Münchnern, die für Menschen gespendet haben, sagen? Macht es Sinn, an dieser Ecke der Welt weiterzuarbeiten? Also ich denke, dass es wirklich eine grandiose Landschaft ist, sodass dieses Land vielleicht sogar mal ein Tourismusziel sein wird, dass es aber gegenwärtig immer noch eine Armut und ein Elend gibt, dass Helfen wirklich eine Pflicht ist. Und nirgendwo ist die Hilfe so nachvollziehbar, sinnvoll und fruchtbar wie hier, wo immer auch die Eigentätigkeit der Menschen gefordert und gefördert wird. Man kann hier mit winzigsten Beträgen erreichen,
dass kleine Mädchen Kanister nicht mehr stundenlang schleppen müssen, sondern nur noch minutenlang jeden Tag. Man kann erreichen, dass sich Frauen selbstständig machen mit einer Nähmaschine oder einem Webstuhl. Also ich kann wirklich nur bitten, wer es ermöglichen kann, sollte spenden für Menschen für Menschen. Es ist dort tatsächlich, so platt das klingt, unmittelbar für eine bessere Zukunft. Was mir bei Ihren Bildern auch immer wieder aufgefallen ist, trotz dieser Armut, diese Fröhlichkeit, die man in den Gesichtsausdrücken dieser Menschen findet. Wie haben Sie das erlebt? Genauso, wirklich überraschend, denn es ist eine karge, bittere Situation, aber die Menschen sind sehr gerade gewachsen, sie sind sehr körperbewusst, es sind sehr schöne Menschen, wie man ja in den Bildern gesehen hat. Und die Grundstimmung ist unglaublich freundlich, wobei ich nicht weiß, wie es für wirklich Fremde ist. Ich bin ja immer aus dem Auto von Karl-Heinz Böhm ausgestiegen und damit war schon klar, diese Menschen verdienen jedes Vertrauen, jede Sympathie, denn sie helfen uns. Vielleicht hat man als Normaltourist, der da mit dem eigenen Geländewagen Eroberungszüge macht, größere Probleme mit einem Misstrauen dem Unbekannten gegenüber. Aber wo es mit Karl-Heinz Böhm zu tun hat, gibt es eine Woge der Sympathie. Christian Ude, Ihnen und Ihrer Frau Edith von Welser-Ude, herzlichen Dank für diese Bilder und für diesen Eindruck, den Sie uns mitgebracht haben aus Äthiopien. Danke fürs Gespräch. Gerne. Menschen in München mit Jörg von Hofen. Aufgepasst und zugefasst! Den Ford Focus mit 0% finanzieren. Jetzt in Ihrem Automobilforum Kuttendreier. Fünfmal in und um München. Just Drive.